Hi, willkommen zurück. Wir sind wieder on the play. Wir haben wieder den Würfelwurf gewonnen. 4 aus 1, 4 aus 5, sehr gut. Ja, die Hand ist okay. Wir starten mit dem Shambling-Vent, legen Walker. Naja gut, das Canopy Vista wird in jedem Fall getappt kommen. Aber es ist okay, wir haben zwei Walker, also. Ja. Mulligan kann man das nicht. Aber ich wäre auf jeden Fall zufriedener, wenn einer der Walkern. Das ist schon krass, aber wenn einer der Walker hier auf der Wilds wäre. Aber wir werden ja gleich sehen, was unser Gegner überhaupt spielt. Rot. Okay. Es könnte natürlich auch immer noch Jeskai sein. Jetzt ist auch die Frage, ob wir den Walker vielleicht sogar pumpen, einfach um Zeit zu gewinnen. Oh, okay. Es kann auch sein, dass mein Gegner ein langsames rotes Agro-Deck spielt. So mit Thunderbreak Regents und so. Ich bin ein wenig verwirrt. Also die Gegnerdecks in dieser Videoserie waren bisher durchwachsen, würde ich sagen. Zwei Agro-Decks, zwei, nein, Abson Agro und ein komisches Midrange-Deck. Okay, es war eigentlich solide. Heute ist halt der letzte Tag vor dem Liga-Ende und deswegen kann man erwarten, dass die Leute, die sehr viel spielen, ihre Matches mittlerweile gemacht haben oder vielleicht noch auf heute Abend warten, aber man kann sich eben nicht mehr erneut anmelden. Das heißt, die Leute, die irgendwie so drei Spiele die Woche machen oder so, die merken jetzt, dass sie noch schnell spielen müssen. Und dann kommen wahrscheinlich auch öfters mal so komische Decks zutage. Ja, das hier sieht doch jetzt sehr nach einem Ramp-Deck aus. Also alles, was ich bisher vermutet habe, war Blödsinn. Mein Gegner spielt Ramp. Boom. Und ich krieg direkt erstmal Radiant Flames um die Ohren gehauen. Na gut, aber ich kann jetzt einen Rhino casten. Das ist doch auch nicht schlecht. Damit geht mein Gegner auf 14. Okay. 5, 6. Nicht gut. Wenn er noch ein siebtes Land legt, hat er genug Mana für Ugin. Aber mit Ugin kann er nur den Rhino erwischen. Das Rhino. Was wahrscheinlich ausreicht. Mal gucken. Auf jeden Fall ist es close. Close am End. Ich könnte Ugin direkt ausschalten. Indem ich einfach nochmal mit Zobdan und Vent angreife. Aber ich kann auch mit Zobdan und Vent ihn angreifen. Der geht auf 2. Und außer Yuddy Offshoot haben die Ramp-Decks keine Möglichkeit, Leben zu bekommen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Da sieht man mal, wie unglaublich wichtig die Shambling-Vents sind. Okay, das sieht doch mal schwer nach Ugin aus. Nissas Renewal, okay. Okay. Das heißt, er hat keinen Ugin auf der Hand, oder? Also würde ich doch mal sagen.
Wie wär's, wenn ich mal das schwarze Mana hier benutze? Das weiße Mana da. Wenn er jetzt Ulamog castet, dann removed er mir Rhino und Warden. Ich cutte seinen Ulamog und greife für 4 an. Er geht auf 1. Er holt sich einen neuen Ulamog mit dem Shrine of Forsaken Gods. Nee, wie heißt es? Sanctum of Ugin. 2, 4. Ja, Ulamog kann er auf jeden Fall machen. Oh, es ist doch ein Ugin. Okay. Und er sucht sich Ulamog. Yep. Okay. Ich habe jetzt nicht mehr um Ugin rumgespielt, das heißt, ich spiele jetzt den Warden. Ich kann jetzt nicht Den Protector spielen. Das Problem ist, ich werde nächste Runde gegen Ulamog mein Vent verlieren. Und gegen Ugin dann den Sopta. Das heißt, ich muss mein Vent aktivieren. Und Ugin abschaffen. Und ich glaube, es könnte sinnvoll sein, Den Protector direkt auszuspielen. Weil er dann nämlich meine beiden Sopta nicht removen kann mit dem Ulamog. Aber dann mal gucken, vielleicht hat er noch ein Spell. Ah, das Murderous Cut ist natürlich jetzt ganz gut. Ich glaube, das war's. Ich müsste jetzt zwei Rhinos in Folge ziehen. Ja. Das ist eigentlich das Beste, was ich machen kann. Ist jetzt halt schon ein bisschen nervig, wenn er so lange braucht. Weil es super klar ist, was er macht. Er castet Ulamog, removed meine beiden, ja, den Den Protector und einen Sopta. Er überlegt vielleicht noch, ob er mir ein Land nehmen kann, aber das ergibt keinen Sinn, weil ich nämlich genug Dual Lands habe, um auf jeden Fall den Rhino casten zu können. Das Rhino. Und ja. Mit dem Ugin schießt er mir dann noch den Zopter weg, den verbliebenen. Gähn. Ja. Also, das Matchup ist hart. Ich weiß nicht, wie habe ich bisher gespielt gegen das Matchup. 10 zu 7 und mit dem GB Megamorph Deck 0 zu 4. Aber man muss dazu sagen, dass die ersten Ramp Decks auch schwächer waren als die Ramp Decks, die jetzt rumlaufen. Also dieses Ramp Deck hier zum Beispiel ist schon ganz gut ausgetecht. So mit Cut und Radiant Flames Main Deck und sowas. Das gab es halt früher nicht. Früher gab es halt einfach nur Ramp, Ramp, Ramp. 4 Ugins, 4 Ulamogs. So. Vielleicht noch Hunger Bags. Ah, Gott, oh Gott. So schwer ist das Deck jetzt doch auch nicht zu spielen, oder? Also. Na gut, vielleicht du, Cuter, ja.
Naja, und das GW-Deck ist deswegen meiner Ansicht nach einfach nicht mehr playable, weil man gegen das Ramp-Deck quasi Autoloss hat. Also man muss countern können, wenn die großen Spells kommen, Ugin oder Ulamog. Das Problem ist, dass man nur drei Counter hat, also drei Counter gegen also mit Disdainful Stroke drei Counter gegen die Dicken. Okay. Das ergibt jetzt keinen Sinn. Hat er sich jetzt gerade selbst gelevelt? Also ja, er hat mir das weiße Mana abgeschnitten. Der wird removed. Oh, der ist indestructible. Damit erklärt sich einiges. Come on. Jetzt kannst du das Spiel trotzdem zu Ende spielen, bitte. Okay. Okay, dass der indestructible ist, wusste ich nicht. Dieses Matchup. Viele Duress und Transgress the Mind. Das Problem an dem Ramp-Deck jetzt ist, dass ich mir nicht so sicher bin, ob man gegen das Silk Wrap spielt oder nicht. Die Hungerbags kommen raus, ein Land Protector kommt raus. Gideons kommen raus. Ups, ich bin hier falsch. Die Hungerbags kommen nicht raus, Mann. Mal nachdenken. Also die Hungerbags sind natürlich immer gut gegen die Ugins. Ah, die Commands kommen raus. Und jetzt gucken wir mal, was er so normalerweise spielt. Ja, das sah doch schon nach GR Eldrazi aus, aber nicht das. Auch nicht das. Es splasht ja noch schwarz. Also gucken wir mal, wer alles Ulamog spielt. Ob es da noch einen anderen gibt. BG Ramp. Schwierig. Ich weiß nicht, was er für ein Deck spielt. Das ist das Allerschwierigste. Er spielt halt ein sehr ungewöhnliches Deck. Ich nehme jetzt die Silk Wraps raus, weil ich keine Hungerbags gesehen habe. Ich weiß nicht, ob er die spielt. Aurelius Pass, Transgress, Duress, Gideon raus. Aha. Habe ich irgendwelche Kreaturen gesehen? Nee. Mastery bringt nichts gegen ihn, Surin bringt nichts gegen ihn. Ja, spielen wir es einfach so. Sage ich relativ häufig. Und das ist wohl ein Mulligan. Auch wenn die Stadt halt eigentlich total nice aussieht, mit einem Land kann ich das nicht halten. Das ist zu langsam. Das ist okay. Kann man mit leben.
Aber es sieht düster aus. Also, so düster sah es, glaube ich, jetzt bisher. Na gut, das ist jetzt auch nur gefühlt, glaube ich. Keep. Emaligant auch, das ist doch schon mal gut. Dünen lassen wir auch oben. Dann haben wir nämlich für Turn 3 schon mal ein Play. Und das heißt, ich darf Turn 1 nicht fetchen. Macht man auch ganz gerne mal, Turn 1 schon mal fetchen und dann merken, dass es das irgendwie doch doof war, weil man ja gescryt hat. So, holen wir jetzt mal Plains. Damit haben wir jetzt schon mal die Battlelands live. Also ist Murderous Cut. Schwierig, ob man das noch drin lässt gegen einen Indestructible Ulamog. Okay, er transgressed mir jetzt wahrscheinlich Gideon? Naja, er kann mir auch Reno transgressen, also ich glaube, Reno ist vielleicht sogar noch besser. Ja, Reno aktiviert halt die Ear of the Wilds. Okay, er hat sich aber für Gideon entschieden. Ich glaube. Oh, nice. Nice. Das ist ein super Top-Deck gewesen. Ugin, Radiant. Oh, Radiant Flames. Nee, das wollen wir ja nicht. Wobei natürlich Explosive Vegetation immer noch ziemlich gut ist. Den Forest hat er jetzt gespielt. Nissas Pilgrimage gezogen. Scheiße. Das ist ziemlich gut. Geht er auf 8 und er muss eigentlich nächsten Turn was anderes machen als Explosive Vegetation. Na, hattest du Rest des Spiels geklaut? Kann sein. Yep, should have chosen Reno, sagt er auch selber. Denn das Rhino hat jetzt effektiv 3, 4, 5, 6, 7, 11 Schaden gemacht. Währenddessen, ja, 11 Schaden ist ja jetzt ja noch ein bisschen Overkill drin. Aber ja, Gideon hätte es halt nicht geschafft in dem Zeitraum. Okay. Radiant Flames. Kann ich nicht drumrum spielen. Ich glaube, das muss einfach so bleiben. Und go. Hoffen, dass er, also, dass er blöde Starthände hat, währenddessen ich gute bekomme. Und das ist eine gute Starthand, würde ich sagen. Und er Maligant auch wieder auf 6. Das Deck ist auch ein Combo-Deck. Maligant auf 5, okay. Also sein Deck ist ein Combo-Deck, könnte man sagen. Weil er braucht immer die richtige Menge an Spells. Und dann Fetties. Wobei die Fetties auf der Hand haben, ist nicht so schwer. Aber er muss seine Ramp-Spells natürlich auch immer in Kurve legen, sozusagen. Ah, und jetzt ist die Frage, spielt man Turn 1 Warden, Turn 2 Shambling Wand, Turn 3 Ana Fencer? Oder spielt man das so, dass man den Warden pumpt? Das ist sehr schwierig. Turn 1 Shambling Wand ist, glaube ich, das schlechteste von allen.
hier ist es Shambling Vent wieder negativ. Also, vier Shambling Vents ist echt zu viel und ich bin zufrieden, dass ich nur drei spiele. Mal gucken, was er macht. Das ist ja auch immer noch wichtig. Transgress. Okay, dann kann er jetzt hier einen Rhino klauen. Hat noch drei Handkarten, was erstmal extrem nice ist. Und das ist auch sehr nice, weil dadurch kann ich nämlich... Oh, er hat Anna Fenster genommen. Dann würde ich doch sagen, spiele ich den zweiten Warden. Beziehungsweise, wenn er das Radiant Flames hat, bin ich dagegen natürlich anfällig. Ich denke, der Pump ist jetzt richtig. Weil ich ein bisschen um Radiant Flames rumspielen möchte und... Das ist echt schwierig. Ja. Es ist, glaube ich, schon richtig zu pumpen, weil ich damit auch mehr Schaden mache. Weil, wenn ich jetzt 2-1-1er hätte, dann würde er Radiant Flames machen. Ich habe ein Problem. So kann ich jetzt noch an der Fenster nachziehen. Ja. Eigentlich wäre es mir recht, wenn er für den Warden jetzt ein Removal hat, weil... Na gut, ich habe das Land schon gespielt. Und er rampt nicht, was ziemlich horri für ihn ist. Okay, das ist Sanctum. Das sind effektiv zwei Mana. Oh mein Gott. Ich zieh's mir halt auch wieder zusammen. Angriff für 8. Bedimm. Okay. Gut. Die Draws in Game 3 waren ridiculous, glaube ich. Aber das muss man halt auch machen, um 5-0 zu gehen und nicht 2-3 oder 3-2. Ich glaube, ich habe aber dafür auch häufig korrekt gesideboardet, insofern flamet mich nicht ganz so hart in den Comments. Und ja, nice. Das war die letzte Liga für diese Woche. Mal gucken, wie viele Season Points ich jetzt habe. Zwölf. Cool. Ach, die haben die anderen schon removed. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, ich brauche nur noch drei und dann bin ich schon mal wieder für den Qualifier qualified. Und ich habe auch wieder drei Booster. Natürlich dann immer verlockend, dann zu überlegen, ob man doch nochmal draftet. Aber es lohnt sich einfach nicht. Also ich sag mal, so ein Draft hat ein EV von minus 8 Tickets, würde ich sagen. Weil sowohl das Produkt nichts mehr wert ist, was man öffnet, als auch die Gegner sind stark genug, dass man eher schlecht draftet. Ich brauche auch keine Commons oder Uncommons mehr. Insofern lasse ich das mit dem Draft einfach mal sein. Auch wenn es verlockend ist. Gerade weil ich jetzt hier so ein Draftset noch habe. Gut, aber vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Dass es jetzt eine 5-0-Liga war, ist natürlich super sweet. Ich habe zweimal gegen Agro gespielt, einmal das Mirror und einmal gegen Ramp, habt ihr gerade gesehen. Es läuft halt nicht immer so wie in Game 3, sondern meistens eher so Game 1 kaum eine Chance, weil man keine Discard-Spells hat. Game 2 war repräsentativ dafür, wie man das Matchup gewinnt. Man spielt das Duress, der Gegner ist den Zug zu langsam und man gewinnt einfach. Game 3 war ridiculous, aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass das Ramp-Deck viele Mulligans macht. Ich glaube, das Ramp-Deck Mulligant genauso aggressiv, also genauso häufig, wenn nicht sogar häufiger als das Absan-Deck. Ich glaube, in dem Video kam auch gut heraus, warum man 2 Here of the Wild spielen möchte. Ich bin von dieser Karte doch immer mehr überzeugt. Also ich hatte im Forum gepostet, dass ich die Ears momentan spiele, weil ich sie gut finde. Und mir wurde halt im Forum gesagt, dass es eher Quatsch ist. Ich bin von dem Here of the Wilds wieder einen Schritt zurückgegangen.
und habe den mal eine Liga nicht gespielt und habe dann in dem Mirror wieder total auf die Nase bekommen, weil der Gegner 4 Eye of the Wild spielt. 4 halte ich für zu viel, aber 2 ist, glaube ich, genau die richtige Zahl. Ich bin mit meinen 75 sehr zufrieden. Vielleicht ist das Exert Influence ist einfach nicht wert. Das Prairie Stream ist es vielleicht einfach nicht wert. Da spielt man vielleicht lieber das 12. Fetchland drüber. Aber ansonsten bin ich echt zufrieden. Muss ich echt so sagen. Sieht gut aus. Aber es lief jetzt auch gut. Ich streame ab und an, für die Leute, die meinen Stream nicht kennen, Twitch.tv, also twitch.tv/forsti. Abonniert meinen YouTube-Kanal und abonniert auch meinen Twitter, weil da twitter ich des öfteren mal etwas. Wie gesagt, auch mal über meinen Fitness-Kanal, den ich mit meinem guten Freund Robert hier in Hamburg sozusagen ein bisschen aufziehen möchte. Ja, gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.